Moin Leute, euer Xemnas begrüßt euch zu einem neuen Theorievideo und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Schauen. Der neue Theorievorschlag ist von Luis Suarez. Was wäre, wenn es keine Red Ribbon Armee geben würde? Die Red Ribbon Armee wurde ja nur aus einem Grund gegründet und das waren die Dwang Balls. Aber die Dwang Balls streichen tue ich hier nicht. Daher gebe ich den Kleinen und den Braunen, seinem Partner, den Filmjob wie in einer Fillerfolge von Dwang Ball Z. Sie wollten lieber Filme machen, als Dwang Ball zu sammeln. Oder sie haben einfach nie von ihnen gehört. Was würde es nun alles ändern im Dwang Ball Universum oder würde es überhaupt etwas ändern? Die Antwort kann man sich ja eigentlich schon denken. Ja, es würde so einiges ändern. So ziemlich alles im Dwang Ball Universum oder zumindest auf der Erde. Son Goku hat ja einige harte Kämpfe gehabt gegen die Red Ribbon Armee, die ihn stärker gemacht haben. General Blue und ganz besonders Tao Bai Bai. Durch den Kampf gegen Tao Bai Bai hatte er ja einen sehr starken Boost gekriegt, wodurch er sehr stark geworden war. Ohne die Red Ribbon Armee hätte er dann später ganz klar gegen Oberteufel Piccolo verloren. Seine Kampfkraft liegt ja bei ca. 230 oder 250, bin dabei aber gar nicht so sicher. Son Gokus würde zu diesem Zeitpunkt nicht einmal bei 150 liegen. Ohne den Kampf gegen die Red Ribbon Armee, die Son Goku hatte und ihn stärker gemacht hatten, würde er gegen Oberteufel Piccolo einfach sterben. So würde dann Oberteufel Piccolo dann der Herrscher über die Erde werden, bis dann halt später Raditz kommt und er ihn tötet. Irgendwie endet immer vieles bei Raditz. Hat euch diese Theorie gefallen? Wenn ja, lasst doch gerne einen Daumen hoch da, ich würde mich sehr freuen. Und wenn ihr noch weitere Theorienvorschläge habt, dann ab in die Kommentare damit und ich wünsche euch wie immer noch einen schönen Tag. Bye!